gegen den Wiener Sportclub. Wir kommen zur zweiten Fußballdivision und zwei Vorarlberger Brüder wurden heute in dieser zweiten Division zu Gegnern, und zwar beim Spiel Spital gegen den LASK. Markus Weißenberger möchte gerne gegen seinen Bruder Thomas spielen, aber er muss wegen eines Blutergusses auf der Bank Platz nehmen und sieht diese Möglichkeit des LASK durch Katalia gleich am Anfang. Torhüter Krasnitzer von den Kärntnern mit guter Reaktion. Der LASK macht das Spiel, aber die Spitaler haben die größte Möglichkeit vor der Pause. Peter Hofer und Glück hier für Josef Schickelgruber im LASK-Tor. 0:0 der Halbzeitstand und gleich nach Wiederbeginn Manfred Linsmeier auf Richard Niederbacher und das 1:0. Verdient, denn der LASK ist die ausgereiftere Mannschaft mit vielen bekannten Stars. Die Spitaler ohne ihren gesperrten Spielmacher Cecco, angetrieben von Arnold Freisecker, der eine große Partie spielt. Lichtner, Peter Hofer, die nächste große Chance, er zögert zu lange. Lichtner vergibt und am Schluss auch noch Arnold Freisecker die Ausgleichschance dahin. Die Spitaler hängen sich an, aber der LASK mit Walter Hochmeier, von dem sehr viele Impulse ausgehen. Ganz elegant an Brandstätter vorbei, Thomas Weißenberger und das 0:2. Aber die Partie ist noch nicht entschieden. Ein Freistoß für Spital, Arnold Freisecker im Herzogstil, der Torhüter richtet noch die Mauer ein. 1:2, der Anschlusstreffer. Die Spitaler Mannschaft hat kämpferische Qualitäten, aber noch einmal Hochmeier. Und erinnern Sie sich an das 0:2, die gleiche Situation. Und wieder Thomas Weißenberger. Und wieder der 2-Tore-Abstand, 3:1 Führung. Aber dann diese Flanke von Freisecker, das Foul von Enznebner an Hofer und der Elfmeter von Arnold Freisecker. Neuerlich Anschlusstreffer, 2:3. Die Spitaler werfen jetzt am Schluss alles in den Angriff. Ein Kopfball von Peter Hofer landet an der Latte. Die Sensation bleibt aus. Der LASK gewinnt 3:2. Im Toto war das das Spiel 3. Spital LASK, Torwette 2:3. Richtiger Tipp 2. Die Ergebnisse der zweiten Division. GAK gegen Kufstein 4:0. Alle vier Tore durch Dampfhofer. Wattens gegen Leoben 1:2. Wiener gegen Aufsteiger Braunau nur 0:0, FC Linz, Kremser SC 2:1. Spital LASK haben Sie gerade gesehen, am Freitag schon Ried gegen Puch 1:1 und Wiener Neustadt gegen Stockerau 2:2. Morgen noch das Spiel Favoriten AC gegen Oberwart. In der Tabelle, es sieht nach einer Oberösterreich-Liga aus, drei Oberösterreicher voran, nämlich Ried, LASK und der FC Linz. Am Tabellenende ein Niederösterreicher, der Kremser SC. So, und jetzt kommen wir zur Frage des Tages.